Auf eine Munitionskiste aus dem Krieg in der Ukraine wurde dieses Bild des leidenden und schmerzhaften Christus geschrieben, das etwas ausdrückt von dem schrecklichen Krieg, aber auch für all den Krisensituationen und Momenten, in denen unsere Welt, unsere Kirche und vielleicht auch unser persönliches Leben steckt. Das Künstlerehepaar Klimenko nennt diese Ikone ein Bild in eine andere Welt. Und unser christlicher Glaube klammert Leid, Tod und Leere, Fragen nicht aus. Das zeigen uns die Tage von Karfreitag, von Karsamstag, vom Grab, an dem ein Mensch steht und in das jeder von uns zurückkehren wird. Angesichts all der Tragödien könnte uns vielleicht das befreiende Halleluja zum Osterfest im Halse stecken bleiben. Doch wir leben in dieser Spannung des Lebens und einer zerrissenen Welt. Und auf der anderen Seite das Osterlamm mit der Siegesfahne und dem Christusmonogramm. Zeichen und Ausdruck dafür, dass Ostern uns die befreiende Botschaft für unser Leben heute deutlich machen will. Dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Dass die Ungerechtigkeit und Gewalt nicht das letzte Wort haben. Dass uns Kraft und Zuversicht für unser Leben geschenkt werden, heute für unser Leben und für unsere Welt. Und in diesem Sinne und in dieser Spannung, die wir nicht auflösen können, die uns aber im Licht des Osterfestes einen anderen Horizont blickt, dass wir eben durch diese Welt in eine andere Welt schauen können, ähnlich wie bei der Ikone, wünsche ich Ihnen und Ihren Familien frohe und gesegnete Ostern. Ich wünsche Ihnen, dass Sie etwas von dieser Osterfreude weitersagen können und dem Glauben durch Sie und Ihr Leben ein Gesicht geben können in dieser Welt und für unsere Welt. Alles Gute und bleiben Sie Gott behütet.